Zum Auftakt ins neue Jahr präsentierten sich die deutschen Meisterschaften im neuen Gewand. Die Deutsche Eislauf-Union hatte den Wettbewerb einer Schlankheitskur unterworfen und ihn aus mehreren Gründen von bisher 4 Tagen auf 2 verknappt. Ja, die Gründe waren die, dass wir bislang immer die Junioren noch dabei hatten und im Eistanzen und im Paarlaufen auch sogar die Nachwuchsklasse. Da war die Meisterschaft 4 Tage, es waren lange Tage von morgens bis abends und die Zuschauer waren so ein bisschen verloren. Sie wollen ja eigentlich kommen, die Besten zu sehen. Und jetzt war die Idee, es einfach mal zu versuchen, auch nur die Besten zu zeigen, die Meisterklasse oder Bundesliga wie im Fußball, und das auf 2 Tage zu machen und dadurch ein attraktiveres Zuschauerprogramm auch zu haben. Und die Attraktivität des Programms ließ sich nicht leugnen. Vor rund 500 Zuschauern zeigte die Meisterklasse der Damen Darbietungen voller Anmut und Temperament. In dieser Kategorie waren vom EC Oberstdorf 7 Läuferinnen am Start. Einen ersten Allgäuer Höhepunkt setzte Isabel Glaser. Sie leistete sich in ihrem Programm nur leichte Patzer und übernahm die Führung. Also ich war sehr überrascht von mir, ich war sehr gut. Und jetzt in letzter Zeit ging es bei mir eigentlich nicht so gut im Training, aber das heute, das war richtig gut jetzt mal wieder. Doch die Konkurrenz aus Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen war stark, sodass sie auf Platz 7 abrutschte. Erst Jessica Füssinger gelang es mit ihrem Auftritt wieder, den vorläufig ersten Platz zu erobern. Naja, ich hoffe, dass sie einen guten Platz macht. Sie läuft erst das Mal, die Senioren. Und wir werden mal sehen. Das hängt auch davon ab, wie die anderen laufen. Die anderen liefen gut, sodass am Ende des Turniers Jessica Füssinger schließlich auf Rang 4 lag. Auch im Eistanz gab es einen Allgäuer Erfolg. Die Oberstdorferin Nelly Siganschina tanzte mit ihrem Partner Alexander Gasi im Kurzprogramm einen Walzer aus Cirque du Soleil. Zusammen mit der Kür erlangten sie damit ihren insgesamt 2. Meistertitel. Ebenso erfolgreich war Christina Erdl, sie holte die Bronzemedaille. Ein wenig getrübt wurde dieser Erfolg durch die Abwesenheit der Oberstdorfer Mailin Hausch und Daniel Wende. Die deutschen Meister von 2010 mussten wegen einer Grippe absagen. Na, Folgen hat es eigentlich keine, aber es ist schade, weil wir haben uns auf der Wettbewerb gefreut. Weil es ist eine gute Halle und es ist immer schade, wenn man nicht laufen kann. Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2011 in der Schweiz habe das Duo aber schon in der Tasche, so Pfeiffer.